Heute Abend spielen wir nicht für ihr Geld Theater, wir spielen mit ihrem Geld. Einige von ihnen haben 70 Schekel bezahlt, andere haben 55 Schekel bezahlt. Alles zusammen sind das 3.955 Schekel, also rund 800 Euro, die wir heute Abend an der Wall Street investieren. Dann geht es los. 20er-Jahre-Filme aus der Börse heizen die Brokerstimmung an. Das Publikum darf mitentscheiden, was gekauft wird. Selbst die Schauspieler sind erstaunt, wie sehr sich das Publikum über jeden minimalen Gewinn freuen kann. Am Ende verdienen Publikum und Schauspieler in 90 Minuten einen halben Cent pro Kopf, was auch brav ausbezahlt wird. Die Berliner Theatergruppe hat internationalen Erfolg. Holland, Schweiz, Finnland und jetzt Israel. Im Herbst geht es nach China und Moskau. Dort, wo es Börsen gibt, begeistern sich Menschen für dieses Schauspiel.